Ja, moinsen, mal wieder natürlich eine Reaction am Start. Ja, ich hab's ja schon mitbekommen, dass hier ein Trailer draußen ist zur nächsten Splatoon 3 Season, ne? Mit dem kreativen Namen Blütensaison 2024. Dazu wird's noch eine andere Reaction geben, nochmal zum Side Order DLC. Aber das mache ich separat. Mehr Klicks und so. Ja. Ja, ich war erstmal so am Überlegen, ob ich beides in einem mache, aber ich mache das doch lieber so getrennt, so, ne? Dann wirkt die komplette Reaction dann auch nicht so lang. Aber na gut, mal schauen. Auch wenn ich schon bei der letzten Trailer-Season-Reaction schon gesagt habe, ich spiele es nicht mehr so aktiv und es ist weiterhin auch so geblieben. Vielleicht kann mich das Game ja wenigstens, nur ein Hauch wenigstens positiv noch überraschen. Ich habe noch nichts geguckt, ich kenne nichts, ich weiß wirklich nichts, was für Waffen drankommen, außer halt beim Thumbnail. Keine Ahnung, ich habe ja da jetzt nichts reininterpretiert, ich habe nur... Hab halt nur da das Thumbnail halt gesehen, habe jetzt aber nichts jetzt groß dabei gedacht oder so, yo, hier irgendwas Neues, sondern einfach nur so beim Vorbeiscrollen habe ich nur das Thumbnail gesehen, mehr nicht. Und ja, nicht lange labern, wir gehen rein. Okay, das ist direkt schon eine neue Map. Das ist so ein. Okay. Oh, das wird direkt schon eine neue Map. So Airport-mäßig so. Direkt eine neue Mucke wieder am Start. Okay, okay, okay. Fresh Season. Laola Airport. Man sieht das jetzt nicht, aber okay. Okay, Laola Airport. Was Blas Pluviado 24A. Okay. Okay. Das sind so Sachen, die man vielleicht mal kurz im Background sieht, aber. Löschdoppler FV. Ach, FW. Ja, okay, mal gucken. Das ist ein ganz normaler Doppler, aber nur mit einem anderen Skin. Okay, Sniper wird schon mal für mich nicht in die Frage kommen. Ah, okay, da hast du nochmal so eine Plattform am Start, wurde. Krawalhalla. Ja, neues Helmemann an Map ist auch ganz cool. Oh, der Background hat was von Dings hier. Hier wie diese Stierkämpfe hier von früher so. So sah der Background so mäßig aus. Natürlich auch im Nachts wegen Splatfest. Ja, auch Nacht sieht zumindest ganz stabil aus. Ah, oh, da haben wir schon eine neue Ult am Start. Feierkracher. Okay. Als wären das irgendwelche... Ja, einfach so wie Bomben extra. Ja, 1. März, ist klar. Warte mal. Ja. Das wird dann halt mitgeupdatet. Ah, den letzten Trailer zum DLC, den gucken wir uns noch an. Das ist jetzt nochmal ganz kurz nochmal gesagt. Aber war das, ist das jetzt gerade richtig so? Es war jetzt nur eine neue Map gewesen? Yo, der Trailer geht 2 Minuten. Warum wird da noch was vom DLC gezeigt, wenn man noch einen Übersichtstrailer noch rausgehauen hat? Na gut, das ist nochmal etwas detailliert. Ja, das ist klar. Ey, und ich habe noch Splatoon 2 Story LP habe ich eigentlich ja noch vor. Ich glaube, es könnte auch ein bisschen knapp werden. Ja, okay, gut, ne? Wie gesagt, ich spiele das Game jetzt nicht so aktiv, also ich war jetzt nicht enttäuscht oder so. Also jetzt, ohne Witz, beim letzten Mal, ne, war ich jetzt nicht so hyped. Okay, bin ich jetzt auch nicht. Aber ich bin trotzdem positiv überrascht. Und, also ohne Scheiß, war stabil. Es war in meinem Munde jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich die letzten Male das nur, die ganze Zeit nur am Ranten bin, so. So gefühlt so am Wegbeleidigen, so. Aber ausnahmsweise sah das so gar ganz cool aus, aber hatten wir jetzt wirklich nur eine neue Map? Okay, wir haben noch eine neue Salmon One Map, aber ich rede jetzt nur vom Online, ne? Jetzt nicht von SR, sondern jetzt nur Online. Eine neue Map nur? Eine verfickte neue Map nur? Hä? Ist das nicht ein bisschen wenig? Also ich weiß nicht, wie es beim Doppler ist, ne? Ich mag Doppler sowieso. Mal schauen, was das für ein Set hat.
Weil dieser neue Doppler sah jetzt nicht so spektakulär aus. Der hat ganz normal so ein ähnliches Verhalten gehabt wie der ganz normale Klecks-Doppler so. Der neue Schirm hat was von diesen Papierschirmen hier, den man bei irgendwelchen Restaurants hier so kriegt, so als Deko hier, bei irgendwelchen Cocktailgläsern hier. So sah das zumindest aus. Ah, ja. Nee, wie gesagt, mal gucken so, ne? Ich schau dann trotzdem in die neue Season rein, so ist ja nicht so, ne? Wie gesagt, ich spiele das Game ja mittlerweile sehr wenig. Aber trotzdem schaue ich mir die ganzen Seasons so an und bin trotzdem bei jedem Splitfest so dabei, ne? So ist es nicht, auch wenn ich die Runden abgrundtief hasse. Ja, ohne mich nochmal zu wiederholen, können vielleicht diesmal sogar ganz cool werden, weil die anderen zwei Maps irgendwie haben mich jetzt eher irgendwie enttäuscht. Weil Blauflossendepot war das, glaube ich, gewesen aus Splatoon 1 jetzt, die letzte oder noch diese Season. Habe ich auch damals zu Splatoon 1 Zeit auch nicht gemocht, deswegen mochte ich die auch hier auch nicht. Diese Roman-Rahmen-Map ist okay. Und mit diesem wiederkehrenden Klecks-Doppler da, diese anderen da, mit diesem Triple-Ink-Strike da, kann Bock machen, aber ist vielleicht ein bisschen zu wild. Aber hier, auch wenn es sehr, sehr wenig Inhalt ist, muss ich doch sagen, Es könnte maybe was werden, ne? Aber, ne, kann auch sein, sobald ich in die neue Season ist oder so, bin ich dann wieder am Uprand oder so. Ja, also, ne? Na, ja, mal gucken. Einfach mal gucken. Ich will es nicht so krass in die Länge ziehen. Es könnte vielleicht, wie gesagt, ganz cool werden. Und ja, da war es das schon. Dann würde ich hier sagen, jetzt hier, nee, hier, auf dieser Seite hier, auf dieser Seite hier, kommt ihr zum letzten Video und daraufhin könnt ihr abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.